Falsches Versprechen und Entschuldigungen, Esoterik-Statement. Und da bin ich wieder, meine lieben Esoterik-Freunde. Über die letzten Videos, über die sollten wir nochmal reden und das tun wir. Yeah! Kriminell und lustig. In den Kommentaren habe ich gelesen, dass ich an das ganze Thema Esoterik nicht objektiv genug rangegangen wäre. Aber ich kann euch sagen, ich war auf der Messe. Ich verstehe nicht, wie kann man Esoterik glauben? Also es ist doch, also so wissenschaftlichen Konsens gibt es doch, das ist shitty SS. Placebo-Effekt, schön und gut, aber mehr ist da nicht. Frankfurt vor Ort und habe alles Mögliche unvoreingenommen ausprobiert. Ich habe mich mit Lichtwasser besprühen lassen, es wurde ein Aura-Foto von mir gemacht, mir wurde Energie per Handbewegung geschickt und zu guter Letzt war ich auch noch bei einer Wahrsagerin und die hat dann Folgendes vorausgesagt. Ich spüre auch eine männliche Person, das kann dein Vater sein, weil da springt die Familie mit rein. Der hat seit der kalten Jahreszeit, liegt er wirklich so ein bisschen geschwächt und leidend. Bei deinem Papa ist es auch so mit Niere, Blase, der muss da ein bisschen auf seine Gesundheit achten. Vielleicht muss der mehr Wasser trinken. Und als ich diese Schreckensnachricht bekommen habe, blieb mir nichts anderes übrig, als meinen lieben Papi mal anzurufen. Ich war letzte Woche beim Urologen, die haben alles kontrolliert, alles in Ordnung. Gewinner! Also hat die mir Scheiß erzählt. Ja, natürlich. Diese Fehlinformation von der Kartenlegerin hat übrigens 40 Euro gekostet. Das Aura-Foto hat 15 Euro gekostet. Ein Coaching, was ich hätte machen können, 200 Euro die Stunde. Heilsteine gibt es dort für mehrere hundert Euro. Und für mich war dann 150 Euro für den Diamantenenergie, Digga. Relativ schnell klar, hier geht es nur ums eine. Geld, 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 Geld. Und ob man das am Ende ausgeben möchte und ob man an Esoterik glaubt, das ist auch jedem selbst überlassen und das ist auch völlig okay. Dort werden Heilsteine verkauft für mehrere hundert Euro. Esoterik ist alles so Religionsding, so Christentum und so. Gibt's ja auch keinen Beweis für, ne? Angeblich jede Krankheit heilen können, von Depressionen bis Krebs. Und da fängt es an schwierig zu werden, denn das ist nichts anderes als Betrug. Und wer jetzt denkt... Oder cringe, wie die Kunden jetzt sagen würden. Mich, der liegt falsch, denn es gab auch positives Feedback, zum Beispiel das hier. Wie ihr bereits wisst, wenn ihr nicht neu seid, wir distanzieren uns von Heilversprechen. Ich bin noch nicht super deep drin, aber ich glaube, im Großen und Ganzen geht es eben um Shops, die mit Heilwirkungen werben, wie das ist Depressionen heilt, Krebs etc. Ihr wisst, wir unterstützen sowas nicht. Ihr findet Disclaimer bei uns auf der Webseite, obwohl wir nicht mit Heilwirkungen werben. Die beiden haben völlig recht. Es geht um die falschen Heilversprechen. Wenn du jetzt einen neuen Glücksstein hast und denkst, damit kommst du durch die nächste Mathe-Klausur, kannst du den entweder am Strand finden oder im Internet für eine Menge Geld kaufen. Apropos Heilsteine für eine Menge Geld. Wenn ihr die kauft, dann gerne bei Zodiac Essential, meinem Betrugs-Online-Shop. Und da werten wir jetzt mal die Zahlen aus. Kleiner Break zwischendurch. Bevor ich euch jetzt den Umsatz von meinem Fake-Shop zeige, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Euch kostet es nichts und mir signalisiert... Habe ich schon gemacht, habe ich gut gemacht, guter Mann bin ich. ...solche Projekte öfter sehen wollt. Statistik Nummer 1. Wir hatten insgesamt 41.000 Besucherinnen und Besucher bei Zodiac Essential. Statistik Nummer 2. Wir hatten insgesamt 9 Bestellungen über Zodiac Essential. Ich sage natürlich nicht, wie viele Bestellungen jetzt von welchem Influencer kamen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese vergleichsweise kleine Zahl zustande kam, weil der Shop sehr dubios und einfach nur schlecht gemacht aussah. Und da gibt man nicht gerne sein Geld aus. Statistik Nummer 3. Bei insgesamt 9 Bestellungen haben wir 234 Euro verdient. Und auch wenn das nicht die Welt ist, habe ich natürlich jede einzelne Bestellung nach ein paar Tagen storniert, damit die Leute wissen, dass das Ganze ein Experiment von mir war. Ich habe auch das Video mitgeschickt und nochmal den Hinweis zu den Hilfestellen, falls bei den Bestellungen wirklich jemand dabei war, der das nicht bestellt hat, weil er gesehen hat, dass es ein Experiment von mir ist, sondern weil er oder sie Probleme hat und in Heilstein eine Lösung gesehen. Auch wenn Zodiac Essential ein einziges Lügenkonstrukt war, bin ich kein Betrüger und kein Lügner. Er ist ein Betrüger und ein Lügner. Denn ich habe meine Influencer-Freunde natürlich pünktlich bezahlt. Das kann auch Tanja bestätigen. Schade nur, dass er nicht den vollen Preis bezahlt hat oder zahlen musste. Bruder, wirklich, wenn ich das an mir angeguckt habe, Digga, also das war wirklich... Aufklärung. Wenn ich die Influencer anfrage, haben die natürlich schon eine gewisse Preisvorstellung. Und ich sag mal so, bei Tanja war das sehr viel Geld. Und dann habe ich ein bisschen verhandelt und ein bisschen versucht, noch jeden Cent rauszuholen. Und dann war es nur noch ein bisschen sehr viel Geld. Nachdem Tanja bemerkt hat, dass das Ganze ein Streich von mir war und ihr die Heilsteine um die Ohren geflogen sind, ist sie dann früher oder später doch noch zur Besinnung gekommen. Es war ja später. Und in dem Zusammenhang habe ich dann halt auch gesagt, dass der Stein, den ich gezeigt habe, Depression oder von Depressionen heilt. Und das war auf jeden Fall... Oder hä, die haben ein Kind? Ach stimmt, Baby und Julia haben, Julienko hatten ein Kind, dann haben sie aber T-Spawn gemacht. Fall falsch. Jetzt wird das hier rumrennen im Hintergrund. Denn natürlich ist es immer richtig, eine Art zu konsumieren. Wirklich und richtig, Montana Black. Und ich wollte niemals kranke oder schwache Menschen damit irgendwie ausnutzen. Und ich weiß, welche Reichweite ich habe. Und die Geschichte hat mir meine Verantwortung
noch mehr vor Augen geführt. Und Augen, Augen, stille Augen, ich fress ein Kind. Genau dafür mache ich den ganzen Spaß hier, damit Influencer... Spaßi, Marci, ah! ...daraus lernen und das nächste Mal nicht einfach nur, dass viele Geld sehen... Oh, Moneten, ja. ...sondern am Ende sagen, ich habe ein Gewissen, ich habe einen Ehrenkodex... Ich habe kein Gewissen, ich habe keinen Ehrenkodex, ich also nicht mal ansatzweise irgendetwas davon. Und ich werbe nicht für jeden dubiosen Scheiß. Doch. Und ob Tanja sich daran halten wird... Das werde ich vielleicht noch mal testen. Kommen wir jetzt zu unserer kleinen TikTok-Fee Jasmin. Ich habe sie überall stehen, da sie sogar Elektrosmog von Geräten von einem wegleiten. Oder Digga, das kann mir, Digga, dies. Die hatte nicht so viel Einsicht wie Tanja, sondern hat erstmal eine Videoansage rausgehauen. Und die hatte es in sich. Lieber Fuchsteufelswelt. Monte hat reagiert. Montana. Wer ist Monte? Ich kannte bis heute keinen Monte und auch keinen Marvin. Wer seid ihr? Was habt ihr für ein Problem mit mir? Habt ihr denn diese Musik im Hintergrund? Bam, bam, bam. Keine Hobbys? Was ich für Gott... Habt ihr denn keine... Oh, nein! ...gottlose Bullshit-Kommentare bekommen. Gottlos, Digga. ...wegen euch zwei Hampelmännern. Wie ich dargestellt werde, ist sowas von übertrieben. Erstens möchte ich sagen... Diese Musik... Bruder, also sie hat... sie hat das Video fertig aufgenommen. Dachte ich, warte mal, vorsichtig hoch. Da kriegt da fehlt was, Musik. Oh, der hat keinen Bock, ich mach Augen zu, das Erstbeste, komm, wird gehen. Und dass das, was hier gesagt wird... Mann, der wer bist du? ...Steine, die ich ihr zugeschickt habe und wo ich mir alles ausgedacht habe. Sie behauptet, dass sie gut fürs Nervensystem werden. Aber sie geht drauf ein! Gut fürs Immun... Aber Bruder, die Musik, Digga, macht sie doch nächstes Mal leiser. ...System werden, Elektrosmog fernhalten würden und sogar Krebs heilen könnten. Nicht in seinem Briefing stand, sondern mein Wissen ist, welches ich geteilt habe. Richtig, du hast dir Heilversprechen ausgedacht, auf die ich nie im Leben selbst gekommen wäre. Zudem habe ich das mit der Krebsheilung erst weggelassen, da es nicht gut ankommen könnte. Wobei der Bergkristall tatsächlich mit der Krebsheilung in Verbindung gebracht wird. Oh, hell no. What the hell? Oh my God, den wollte ich hinzufügen. Dann habe ich es also noch eingebaut. Hatte aber ein ziemlich komisches Gefühl dabei. Jetzt weiß ich ja warum. Ja, dieses Gefühl, das ist dein Gewissen. Und hättest du mal lieber drauf gehört und gesagt, nee, mache ich nicht, weil das darf man nicht und überhaupt, ich habe meine Prinzipien. Aber so zeigt es doch einfach eine weitere Nachfrage und schon machst du all das, was der Auftraggeber möchte. Hauptsache, die Kampagne läuft. Um den ungebildeten Anhängern nochmal zu erklären. Ungebildeten Anhängern, den Proleten. Ich habe niemals gesagt, ein Bergkristall heilt den Krebs. Steckt ihn euch in den Arm und dann seid ihr geheilt. Was soll das? Oh, und diese Musik! Was ist mit Prinz Marvin, der einen Fake-Kristall-Shop erstellt hat, welches übrigens immer noch ein Instagram-Account hat und uns in die Falle lockt, damit wir unoffensichtliche Zeichen übersehen? Egal wo... Unoffensichtliche Bruder, also Bruder... ...her die Steine sind, die mir geschickt wurden. Es sind echte Steine und für mich sind echte Steine kein Müll. Ich... Es tut ein bisschen so, dass die 39 Likes sind, weißt du, ich meine? Behandle meine Steine wie... Also jetzt gar nicht so. Okay, vor 8 Minuten, gut, dann nehme ich das zurück. Babys. Nach diesem wirren Statement von Jasmin hier nochmal zusammen. Das war ja ganz woanders. Bruder, wo liebt sie denn? Fassend. Sie glaubt wirklich an Esoterik und Spiritualität. Das ist auch völlig in Ordnung und kann auch jeder so machen, wie er möchte. Aber wenn es um falsche Heilversprechen geht, und das macht sie in diesem Fall, ob sie jetzt sagt, dieser Stein wird mit Krebsheilung in Verbindung gebracht oder dieser Stein unterstützt die Krebsheilung, das ist beides falsch und macht einfach nur falsche Hoffnungen und sind falsche Heilversprechen. Und das macht sie auch nicht zum ersten Mal. Die heilende Wirkung der Edelsteine übertragen... Ja, diese Musik! Alter! ...tragen sich auf das Wasser und wenn man es trinkt, verteilt sich das im ganzen... Bruder, Jungs, so Mathe- und Physiklehrer. Körper. Außerdem ist ein Bernstein gut für die Fruchtbarkeit. Gut gegen... Außerdem ist ein... Warte mal, wir müssen das anders machen. Warte mal, wir nehmen hier... Außerdem ist ein Bernstein gut für die Fruchtbarkeit. Bruder, wirklich, sie ist so laut, die Musik, Digga! Depressionen ist fiebersenkend. Bruder, was? Hört mal bitte! Außerdem ist ein Bernstein gut jetzt für die Fruchtbarkeit. Gut gegen Depressionen ist fiebersenkend, gut für das Verdauungssystem. Auch gut für Kopfschmerzen und Menstruationsbeschwerden. Und jetzt auch nochmal an dich persönlich, Jasmin. Glaub gerne weiter an Esoterik und Spiritualität, das ist auch alles vollkommen okay, aber hör auf mit falschen Heilversprechen, weil das ist nicht nur uncool, sondern auch strafbar. In erster Linie ist das ganz schön cringe. Und jetzt auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, bitte geht nicht auf ihr Profil und bepöbelt sie, sondern beobachtet... Das ist nämlich noch... Cringe. Ja. Yeah. ...tut es gerne, ob sie das in Zukunft weiterhin so macht und wenn ja, weist sie gerne höflich darauf hin, aber Beleidigungen und Drohungen sind uncool und ihr seid damit kein Stück besser als sie selbst. Kommen wir abschließend nochmal zum Thema Werbung auf Social Media. Da möchte ich noch einmal ganz klar festhalten, Werbung ist an sich nichts Böses. Auch ich mache Werbung, aber es kommt darauf an, ob man sich an die Spielregeln hält. Und die Spielregeln hier auf dem Kanal sind ganz klar. Wenn du dieses Video siehst, solltest du diesen Kanal abonnieren. Das würde mich sehr supporten, auch für die kommenden Projekte, denn da... Hab ich schon, Papi Marvin!